Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Life is Strange Farewell oder Life is Strange Lebewohl. Heute geht es weiter. Wir haben heute einige coole Sachen zu machen. Ich habe mich jetzt hier nochmal off-cam ein bisschen umgeschaut, vor allen Dingen, weil ich nachspielen musste. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es hier so eine Cappy gibt, die wir uns noch nicht angeschaut haben, soweit ich weiß. I could use this to recreate that old photo of Chloe. Jo, das machen wir dann auch. Nur vorher, eine Sekunde, ist mir auch aufgefallen, dass es hier noch die Schneekugel gibt, die es auch im Hauptspiel an genau dieser Stelle, meine ich, gab. Dann schütteln wir sie mal, oder? Ja. There. Now you've got something pretty to look at. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das Foto, oder? Yes. Pose for a photo with that? Okay. Tip your head back and put your arms out. And a really big smile. Like this? It's perfect. Stop moving. Really cute, Chloe. You're not so bad yourself. Okay, und damit haben wir hier ein weiteres Foto. Ich dachte, es wäre jetzt hier rechts unten, aber okay. Gut, können wir das jetzt vielleicht hier in das Fotoalbum dazu tun? I can't decide which version of this photo I like better. Ja, das ist schon irgendwie niedlicher. Das ist halt, das ist irgendwie komisch, lustig und das andere ist niedlich. Gut, aber wir haben zum Beispiel dann auch noch, bevor wir mit Chloe reden, hier das Telefon, wo wir uns was anhören können über Chloes Probleme in Blackwell. Oder nicht in Blackwell, in der Schule. This is Anne Rogers, Marissa's mother. Marissa from Blackwell. I need to talk to you about what your daughter did to Marissa in class today. I'll be keeping Marissa home with me tomorrow. At this point, I'm not comfortable sending her back to school at all. I don't know if your daughter's having trouble adjusting or what, but this needs to be addressed. Hey, hold on. Are you serious? I don't want my parents to hear that. I've never gotten in trouble like this before. They already know. I saw an email on your parents' computer. Shit. What happened? Something so minor. Her mom is exaggerating. I bet Marissa told her that I'm telling you, it's stupid. Come on, you've gotta tell me what happened. I'm your best friend. Man, none of this would have happened if I had you around. I wouldn't care what anyone said. Sorry. I don't mean it's your fault. Anyway, she wouldn't leave me alone, so I turned up her Bunsen burner in science. Just a little. What? No one got hurt, not even close. You know that I know what I'm doing. Chloe, what do you mean she wouldn't leave you alone? She was making fun of my clothes and calling me a scholarship kid. Is that why you wanted to throw away your hoodie? Don't worry. I'll keep it. Hey, you can handle this. You're so much cooler than she is. Just to you. Thanks, Max. Okay, damit hätten wir das auch adressiert. Damit würde ich sagen, wir können uns hier auf die Couch hinsetzen oder mit Chloe direkt reden. Wir sollen mit Chloe reden, also mache ich erstmal genau das andere. This used to be the rainy day pirate ship.
Oh. You're such a space hog. Move over. Nope. Okay, bekommen wir jetzt Max Gedanken oder eher nicht? Oder können wir uns hier wirklich nur ein bisschen auschillen? Ja, es ist zwar ganz nett, aber ich rede dann doch lieber mit Chloe. Wobei, gibt's vielleicht so noch, wenn man hier 30 Sekunden bleibt, dass dann Max anfängt zu denken? Also, ihr wisst schon, was ich meine. Es hört sich seltsam an, wenn man sagt, ah, dann fängt die an zu denken. Aber gut, dann gibt's nur noch eine Sache zu tun, und zwar Chloe ansehen. Chloe looks so content when she's drawing. Is that what I look like when I'm taking pictures? Oh, wir können sie... Hier gibt's noch ein Foto. Geil. Diesmal posieren wir mit Chloe. Take a break for a second. This artist waits for no stop. Wir haben schon einmal alleine posiert, also. Einmal so, einmal so. That was worth stopping for. Okay, dann schauen wir es uns an. Und das ist jetzt hier rechts. Das heißt, das hier war wahrscheinlich so eine Art Bonusfoto. Ich frage mich, ob es hier noch ein oder zwei Bonusfotos gab, die ich verpasst habe. Ich wüsste nicht wo, aber kann ja sein. Die Zeichnung von Max ist hier übrigens ziemlich lustig. Ja. Damit würde ich sagen... Ja. Gibt's tatsächlich... How about you? I'm okay. Gibt's tatsächlich nur mal eine einzige Sache zu tun. Hey, Hippie. How's the masterpiece? Working on the last bit. How about you? Done with the time capsule? Yeah. I think so. Well, perfect, because now I'm finished. Check it out. This is so silly. Okay. Himmel, diese Wunderkugel wird ewig halten. Oh, das ist das aus ihrem Zimmer, dieses ekelhafte Teil, was sie abgeschleckt hat. Dieses komische Jawbreaker-Ding. Gut, aber so lustig das auch ist, wir haben ernste Sachen zu besprechen mit Chloe. This jawbreaker is going to last forever? Just like our friendship. Oh, Chloe, you were really drawing me that whole time. Whoa. Mushiness alert. Keep it together, Max. I guess now's my chance to tell Chloe I'm leaving. We might not be alone again once our parents get back. Hey, ready for something else? I've got a great plan for the afternoon. Crap. I don't want to ruin the rest of the day. You're staying for dinner, right? Would Chloe even want me to tell her? She's already got enough drama from Blackwell. Max? It's just Seattle. I'm probably overstressing about the whole thing, right? Oh, nee, wir sagen es ja schon, weil das ist so, glaube ich, die einzig wichtige Entscheidung bis jetzt, aber ich werde sie auf jeden Fall sagen. Ja. Chloe? Max? I want to tell you something. Okay. My family's moving to Seattle. Really soon.
Hey. In 3 days, right? What? You knew that? Our parents do talk, you know? But they said I should be the one to tell you. They still told my parents. I guess Mom and Dad were trying to keep quiet too, but they're bad at hiding anything. Don't look so worried, Max. It's okay. Come on, Dorkmeister. It's not the end of the world. Naja, wenn du wüsstest, was in ein paar Jahren passiert. Hätten wir es eher sagen sollen? Ja, ich glaube, ihr jetzt hier Schuld für irgendwas zu geben ist. I should have just told you earlier. God, I feel so stupid. Max, I said it was okay. I thought about telling you this morning, but then I just felt guilty instead. Well, I'm glad you didn't. Then it would have been hanging over us all day. Yes. That's why I didn't bring it up either. Plus, I know you hate this kind of conversation, so I just left it alone, you know? Come on. I want to spend every minute we have together having fun. Ja. Ja, Sorgen sind nicht gut. We'll keep in touch, okay? And visit, and maybe we'll move back. Who knows? Chill out. We can go to college together. It's gonna be fine. We're Max and Chloe, remember? We're always together. Even when we're not. That's true. Cool. Let's find something fun to do. Mom? Black flies on the windowsill. We are that we are that we are to know. Winter stole summer's thrill, and the river's cracked and cold. See, the sky is no man's land, a dark and plumed estate. Hope here needs a humble hand, not a fox found in your place. Thank you.
absolute worst time for me to go. I thought maybe if you heard my voice, it could be a little bit like I was there. I don't know. Maybe this was a dumb idea. I would give anything to be there with you now. It's so hard trying to say what I'm thinking. If I could just see you. But we'll get good at it. Great at it. We'll write and talk all the time. And then you'll come visit and it'll be like I never left. I mean it. You don't have to worry about anything changing. You're dealing with so much other stuff. You don't deserve any of this. Chloe, listen. Even if I never... Even if we're moving for good, we are always together, okay? Even when we're apart, we're still Max and Chloe. I will always, always love you. Goodbye. Okay, also damit habe ich wirklich absolut nicht gerechnet, dass vor allen Dingen nicht nur, dass das halt der Tag war, an dem William gestorben ist, weil ich dachte ehrlich, es war nämlich immer gerade in Before the Storm immer so portrayed, als wäre Chloe da dabei gewesen in irgendeiner Form. Als hätte sie nur den Crash überlebt. Aber dass Joy den Crash überlebt hat und Chloe nicht dabei gewesen war, das ist nie wirklich auf meinem Schirm gewesen. Aber gut, jetzt wissen wir es. Und dass es der Tag der Beerdigung war, an dem Max natürlich direkt von der Beerdigung wegfährt, das ist auch schon verdammt hart. Aber ganz... Und das am Ende jetzt, dieses Tape, das... Okay, das... Ich dachte mir ehrlich gesagt am Anfang dieser Folge, bis jetzt gab es ja nicht allzu viele Entscheidungen, aber es war halt schön nochmal die beiden zu sehen, aber gerade jetzt hier diese Endsequenz war, also eigentlich alles in dieser Folge, vor allen Dingen die letzten 10 Minuten halt, waren echt schon heftiger Tobak und zeigen mal wieder, was das ganze Life is Strange Universum, obwohl wir natürlich das alles eigentlich schon gewusst haben, dass es doch irgendwie für richtig, ich will jetzt nicht sagen richtig geil, weil das ist es eigentlich nicht, aber richtig, richtig packendes Drama, nennen wir es einfach mal, dass es dafür gut ist. Es ist heftig, also kann man echt nicht anders sagen. Ja gut, ich werde auf jeden Fall die Credits durchrollen lassen, auf jeden Fall. Oh, Max Caulfield, Chloe Price, William Price. Ja, diesmal war der Voicecast ja relativ überschaubar, aber... Ja gut, und ich glaube, das war auch so gefühlt die kürzeste Life is Strange Episode jemals, also... Das Hauptspiel hat ja teilweise auch relativ kurze Episoden. Gerade so die 5. Episode des Hauptspiels war nicht allzu lang. Das waren, glaube ich, auch nur 5 oder 6 Parts, die ich damals gemacht habe. Aber das hier waren ja... Es waren 5 Parts. Das ist jetzt hier Part 5 und der ist nicht besonders lang. Also, das ist wirklich... War ein schönes, kleines... Abschiedskrümelchen, wenn man das mal so ausdrücken will. Na, aber ich würde sagen, das war's erstmal mit Life is Strange. Ich denke nämlich, wie gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich bilde mir ein, dass Don't Nod, also die
die Entwickler vom Hauptspiel gesagt haben, dass sie kein anderes machen und hier die Entwickler von... Scheiße, wie heißen die nochmal? Verdammt! Es ist jedes Mal, wenn ich das spiele... Deck 9, genau. Deck 9 ist es. Deck 9 arbeitet nämlich auch nicht an irgendeiner Fortsetzung, weil... Ich wüsste inzwischen auch nicht mehr ganz, was dem ganzen Universum jetzt noch fehlen würde an Geschichte. Weil hier haben wir den Tag von Williams Tod aus Chloe und Max Perspektive gespielt. Wir haben die Zeit, wo sie Rachel, also Chloe Rachel kennengelernt, gespielt. Und wir haben das Hauptspiel gespielt, wo Max und Chloe dann wieder vereint sind und die ganze Sache. Also, was die einzigen Sachen, die vielleicht noch ansatzweise interessant wären, wäre vielleicht, und das mehr als eine Episode wäre wahrscheinlich auch nicht interessant, was nach dem jeweiligen Ende von Hauptspiel mit Chloe und Max oder halt nur Max noch los ist. Aber das ist, glaube ich, auch nicht so interessant. Oder halt, was jetzt direkt nach hier der Farewell-Episode passiert, wie Chloe von dem, wie wir sie gerade noch gesehen haben, am Boden liegend den Tape-Recorder umarmend, bis zum Anfang von Before the Storm, wo sie auf dieses Konzert geht, raucht und überhaupt nicht mehr gut in der Schule ist, was da so ist. Aber ich glaube, das kann man sich auch mehr denken, anstatt dass man es wirklich sehen muss und möchte. Ich glaube, es gibt wirklich nicht mehr allzu viel. Das Einzige, wo ich bis jetzt noch irgendwie unglücklich drüber bin, ist so das Ende von Episode 3 von Before the Storm, wo es einfach alles ab dem Zeitpunkt, wo wir halt in diese Scheune gegangen sind, und ja, Spoiler dafür übrigens, für Before the Storm Episode 3, alles, wo wir in die Scheune gegangen sind und dann Chloes Mom da gesehen haben, fast, wo sie Damon Merrick fast getötet hätte. Alles ab dem Zeitpunkt bis dann am Ende zu dieser Montage war so ein bisschen, fühlte sich so an, als wollten hier die Entwickler Deck 9 irgendwie, was ich mir ehrlich gesagt vorgestellt habe, was locker eine halbe Stunde dauert, in 10 Minuten gepackt. Das ist jetzt wirklich das Einzige, was ich irgendwie an diesem ganzen Universum, an dieser ganzen, kann man es Epos nennen? Ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen drüber gestochen, aber dieses ganze Max, Chloe, Rachel, Life is Strange, Familie, Price, Arcadia Bay, Konstrukt. Ja, was mir jetzt nur einfällt, was vielleicht gar nicht mal so uninteressant wäre, wäre irgendwie noch eine Geschichte von Nathan Prescott. Im Sinne von, was zwischen Before the Storm und dem Hauptspiel mit ihm passiert ist, wo er im Krankenhaus war mit seinem Vater am Ende von Before the Storm und wie er dann quasi zu so einem bisschen noch größeren Arschloch geworden ist, durch den Druck seiner Familie und auch wie er dann Jefferson kennengelernt hat und mit dem halt angefangen hat zu morden, unter Anführungszeichen, aber halt das nicht wollte und dann umgekommen ist, glaube ich. Also das, ja, er ist umgekommen im Hauptspiel, aber das wäre noch so das Einzige, aber das ist, ja, ich weiß nicht. Ich bin echt zwiegespalten, ob ich mehr noch von dem ganzen Arcadia Bay-Universum sehen möchte oder nicht. Ich tendiere eher zu nicht. Aber es wäre trotzdem geil, ein weiteres Life is Strange zu haben. Ganz einfach, weil es geil war. Und ich glaube, das ist immer so der Moment, wo man weiß, das war geil, wenn man sagt, ich will mehr, obwohl ich weiß, dass mehr schlecht wäre. Und mit diesem schönen Reim würde ich sagen, verabschiede ich mich. Das war Life is Strange Before the Storm Bonus-Episode. Lebe wohl. Und ja, ich würde sagen, das war der letzte Part von Life is Strange.
jemals wahrscheinlich hier auf meinem Kanal. Na, wer weiß, vielleicht in 3-4 Jahren, wenn mich mal das Nostalgiefieber packt, werde ich es vielleicht neu spielen. Vielleicht starte ich irgendwann so, wo ich Projekte, die vor 3-4 Jahren beendet worden sind, die nochmal zu spielen, mit halt jetzt einer ganz anderen Herangehensweise, aber doch halt irgendwie allein schon, weil ich ein sehr sentimentaler und halt, ich schaue gerne auf das, was war und sag mal, gerade in solcher Hinsicht, ach, war das schön, als ich zum ersten Mal Life is Strange, Dark Souls, Risen gespielt habe. Diese ganzen Sachen, die mir gerade so einfallen. Aber gut, das ist alles Zukunftsmusik. Und das war eine Vergangenheitsepisode von Life is Strange. Wir sehen uns bei einem anderen Let's Play. Ich verabschiede mich hiermit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und damit sage ich Tschüss, Leute.